Wir haben heute Abend den Karnevals- und Ordensempfang 2022. Hier treffen wir uns zusammen mit unseren Delegierten aus den einzelnen Vereinen, mit denen wir die ganze Session planen. Wir haben Vertreter aus der Stadt, aus der Politik, von den verschiedenen Ämtern, mit denen wir zusammenarbeiten, um Karneval zu organisieren. Und natürlich ganz wichtig unsere Freunde, Sponsoren und Gönner, die uns das ganze Jahr unterstützen und von denen wir hoffen, dass wir weiterhin so viel Unterstützung erhalten, dass wir auch dieses Jahr die Session durchführen können. Ja, heute Abend werden wir in gemütlicher Runde mit 120 bis 150 Gästen ein wenig feiern zum Schluss. Vorher werden wir natürlich die Anwesenden informieren, was wir geplant haben, wie der Stand der Dinge ist, wie es weitergeht. Das Ganze wird umrahmt von ein wenig Musik. Es gibt was Nettes zu trinken und natürlich auch einen kleinen Snack. Also er macht seit zwei Jahren, kümmert er sich um alles, er kümmert sich jetzt auch um das Musikprogramm für den 11.11. Und wird das jetzt auch in Zukunft immer machen, ehrenamtlich. So, guckt mich euch nochmal an. Könnt ihr euch noch erinnern? Also ihr beiden. Hätte noch ein bisschen mehr sein können, dann war jetzt. Gell? Applaus, Applaus. Und so bitte ich unseren Dieter Heinz, hier nach vorne zu kommen. Dieter Heinz, die Ehre gebührt.